Muss ich nachher vielleicht mal gucken, was ich davon alles noch gebrauchen kann. Ich kann ja auch so gucken, fällt mir gerade ein. So Stoffsachen. Ja, zum Beispiel die Händlerarmschienen würden mehr Präzision bei ihr bringen. Das sind schwere bronzene Handschuhe der Vendrienwache, die können mal weg. Also so Bronze-Sachen der Vendrienwache können erstmal weg. Wobei wir hätten davon ein ganzes ganzes Set eigentlich. Also behalte ich das mal. Leichte Lederhandschuhe, bringen die hier was? Abwehrpräzision, ja. Da kommen halt die mal weg. Die machen halt mehr Erholung. Die haben halt auch Erholung gemacht. Aber können weg. Absitzverteidigung. Was ist mit deinen Stiefeln? Sind die besser? Nee. Also ja. Hups. Die können weg. Robe eines Weisen, nee. Erdhexenkapuze, Kapuze des Weisen, davon trägt sie ja schon eine. Also können die beiden Sachen auch mal weg. Hordenstiefel, die sind besser als ihre Wüterstiefel. Aber ich finde so ihre Grundausrüstung, die sollten die Leute mal behalten, für den Fall, dass sie sie später wieder anziehen wollen. So, ich habe hier eine Rüstung, vollständige Ausrüstung der Vendrienwache, genauso wie ich meine Sachen hier aufhebe. So, Waffen. Dieses bronzene Turmschild kann weg. Dieser Bogen kann weg und das... Und die Klinge des Ruins, die... Obwohl, die behalte ich mal. Das krumme Eisenschwert, das kann weg. Ein borealischer Froststab kann weg. Ich glaube, die beiden Sachen können auch mal weg. So. Der Sonnenwachen-Speer... Ist genauso gut wie mein Suchender. Allerdings hat mein Suchender eben noch den Buff drauf. Also kommt er auch mal weg. Sigil des Steins. Die ist sauteuer, sehe ich. Rastvorräte und Heil... Oh, Heiltränke. Die könnten wir auch loswerden. Hä? Achso, in meinem 10er-Pack. Werden die verkauft? Ach, ich behalte die Heiltränke doch lieber mal. Nee, behalte ich sie mal lieber. Was ich von ihr jetzt weggegeben habe, steht da dran, dass das nur App benutzen kann, ja. Dann behält sie auch mal ihre Ausrüstung. Barrick kann ja sowieso nichts abgeben und Lyra trägt das meiste eigentlich noch. Ja, und alles andere hier ist ein bisschen teuer. Ich könnte ihm zum Beispiel ein geschmähten Schild verpassen. Naja. Also gebundener Dolch. Geschmähten Wurfspeer, der dürfte allerdings nicht so gut sein wie meiner. Hätte halt mehr Rüstungsdurchdringung, weniger Erholung, weniger Genauigkeit. Nee. Also verkaufen wir einfach mal nur. Wow, wir haben unseren ersten Eisenring.
Du musst zu einer Schicksalsbinder sein. Die Eisenschreiterin der Geschmieden verbeugt sich. Willkommen in Ehrene Esse. Ich bin mir sicher, dass Gräfin Eschwege Hilfe, die du ihm bieten kannst, zu schätzen weiß. Die Umstände treffen sich immer so, dass die Gespäten stets dünner gesehen sind, als wir es gerne hätten. Was kann ich für dich tun? Warum sind die Gespäten so überarbeitet? Sie reibt ihre Handflächen gegeneinander und runzelt die Stirn. Wie sieht man das durch den Helm? Wir versuchen, die Hauptlast dieses Bürgerkriegs zu tragen, ohne genügend Leute zu haben. Der Scharlachrote Korps kann tausend entbehrliche Körper in einer Angelegenheit entsenden, ohne einen weiteren Gedanken darauf verschwenden zu müssen. Wir sind gezwungen, etwas wählerischer zu sein. Wir sind zwar ausgebildet, um mit der Belastung des Kampfes und Übungen, die ganze Nacht andauern, klarzukommen, aber wir sind müde, selbst nach dem hohen Maßstab, den wir uns selbst setzen. Sie muss sich verhalten. Nicht, dass ich einen Agenten des Gerichts mit meinen Befürchtungen belasten muss. Ich hoffe, dass Kyros, sobald der Krieg vorüber ist und die Stufen ordentlich unterworfen wurden, ein paar Entlastungstruppen schickt, die die Besatzung unterstützen werden. Wir alle verdienen etwas Ruhe. Das Gericht ist immer empfänglich für die Bedürfnisse von Soldaten. Dein Anliegen ist zur Kenntnis genommen. Das ist sehr großzügig vor die Schicksalsbinder. Es ist schön zu wissen, dass jemand zuhört. Ein nervöses Lächeln erhält ihr Gesicht. Wo warst du während der Eroberung? Nachdem das Edikt der Stürme ausbrach, habe ich etwas Zeit in den Ruinen des unbeugsamen Landes verbracht und Überlebende aus der Legion ausfindig gemacht. Ich fürchte, ich habe nicht viele gefunden. Sie blickt zum Berg hoch. Du musst zu diesem Zeitpunkt schon woanders gewesen sein, sonst hätten wir eine Gruppe formiert, um dich auszugraben. Mein Gefängnis war immer bei mir, gab keinen Grund zu verweilen. Er neigt respektvoll den Kopf. Ich denke immer noch an die Brüder und Schwestern, die wir zurückgelassen haben. Manchmal habe ich das Gefühl, ihre Stimmen im Wind zu hören. Ich breche aber dann mal auf. Gut. Damit haben wir hier außerhalb mal alles geklärt. Da ist Ash. Ein paar Steinschilde und Eisenschreiter. Das sind so, würde ich mal sagen, die Haupttruppen der Geschmähten. Und hier hat er eine ganze Armee versammelt. Also aus Eisenschreitern. Und was seid ihr für Jungs? Noch mehr Steinschilden. Also die bilden wahrscheinlich ihre Phalanx. In diesen Berichten werden alle bekannten Außenposten und Festungen des Scharlachroten Korps aufgelistet, sowie Truppenzusammensetzung. Du kannst davon ausgehen, dass Gräfin Ash seine eigenen Augen und Ohren in den Rängen unserer Feinde platziert hat. Hi Ash. Schicksalsbinder, schön, dass du Bericht erstattest. Es ist heutzutage schwierig genug, Freund vom Feind zu unterscheiden. Es freut mich, dich als Erster auszuerkennen. Er schnickt dir knapp zu. Wie ich sehe, hast du die spionierende Hure von der Art Stimme an meine Türschwelle gebracht. Für den Fall, dass du denkst, dein unverantwortliches Verhalten würde mich amüsieren, wisse, dass es nicht der Fall ist. Lyra ist eine nützliche Verbündete, ich brauche sie an meiner Seite. Zumindest bis wir einander überdrüssig werden. Keine Sorge, alter Mann, ich werde dir keine Klinge ins Rückgrat treiben. Zumindest nicht, solange du einen Brustpanzer trägst, der so dick wie die Altmauern ist. Gräfin Ash starrt Lyra böse an und wendet sich mit ernstem Gesichtsausdruck wieder dir zu. Sein Mund ist noch ein missbilliger Strich und er scheint kurz davor zu stehen, etwas zu sagen, lässt es aber dann sein. Nachdem, was bei Wendel ins Brunnen durchgesickert ist, müssen sich die Geschmieden an unsere Verbündeten halten. Du bist hier wegen deiner Unterstützung der Belagerung, aber verwechsel dein Selbstvertrauen nicht mit Hingabe. Der Scharlachrote Korps würde dich nicht wollen. Turnon ist mein Meister und er steht über euren unwichtigen Streitigkeiten. Ich bin hier, um den Geschmähten zu dienen und diesen Bürgerkrieg zu beenden. Ich kann dir keinen Platz am Ehrentisch der Geschmähten gewähren, wenn du von Turnon beansprucht wurdest. Ich garantiere dir aber, dass du
Diensten meiner Legion mehr erreichen kannst, als in deinem eintönigen Prozessen am Gericht des Richters. Er verzieht bei dem Gedanken das Gesicht und wischt ihn mit einer Handbewegung beiseite. Sag mir, was du brauchst, Schicksalsbinder. Erzählt mir etwas über die über eure Verbindung zu euren Soldaten. Jedes Mitglied ihrer Geschmähten ist mir so kostbar wie ein Familienangehöriger. Ihre Blutlinien sind bekannt und angesehen. Ihre Leistung im Kampf übertrifft alle Erwartungen und ich würde alles Erdenkliche für sie tun. Sie sehen männlich General oder Archont, aber ich sehe mich mehr als Diener und Beschützer dieser hervorragenden Frauen und Männer. Ja, Ash ist wirklich ein ehrbarer Mann. Auch wenn er dem Oberherrn dient. Wo er ja eigentlich auch keine andere Wahl hatte. Er war ja der, der sich am längsten widersetzt hatte. Ich vermute aber, das wolltest du gar nicht wissen, oder? Es gibt noch eine tiefere Verbindung. Aber um sie erfassen zu können, müsstest du unsere Geschichte, meine Rebellion und meinen Aufstieg zur Macht verstehen. Ich möchte mehr über die Geschmähten wissen. Wir sind mehr als nur eine Armee. Ich sorge dafür, dass die Legion der Geschmähten all das repräsentiert, was uns im Norden lieb und teuer ist. Straffe Disziplin üben bis zur Perfektion Respekt vor dem Gesetz und die Wichtigkeit der Familie. Als Eroberer ist es unsere Pflicht, den wilden Landen nicht nur beizubringen, wie man dem Wert des Reichs entspricht, sondern auch, wie man für sie lebt. Was hat die Legion für eine Geschichte? Als Kyros den Norden unter einem einzigen Banner eroberte, gab es solche unter uns, die sich dem Ruf nach Vereinigung widersetzten. Damals war ich noch ein junger Kriegsherr. Launisch und übervoll des Stolzes. Ich rief die Söhne und Töchter des Norden zusammen, um sich gegen Kyros zu erheben. Unsere Offensive war heldenhaft. Wir bauten unseren Schildwall zwischen Kyros Armeen und unserem Heimatland auf und erklärten, dass an uns kein Tyrann vorbeikommen würde. Ihr habt dem Oberhand tatsächlich die Stirn geboten. So unglaublich, wie das im Nachhinein erscheinen mag, genauso war es. Damals hielt ich es für die einzig verfügbare Möglichkeit. Vor einer fremden Macht das Knie zu beugen, war keine Aussicht, mit der ich mich leicht abfinden konnte. Unser Name lässt vermuten, dass die Armee eine mit Makeln befleckte Geschichte hat. Doch unser Aufstand zur Verteidigung des Nordens ist ein Quell des Stolzes. Ach, hätte ich doch in eurem Schildfall stehen können, General. Du warst in der Essenz dort mein Kämpfer. Die Blutlinie der Barrikonen reicht zurück bis in die tiefsten Annalen der nordländischen Geschichtsschreibung. Sonst wirst du nicht zu meinem geliebten Soldaten zählen. Ash neigt ehrbietig den Kopf vor Beric. Eine Zeit lang konnten wir uns behaupten und die Aufmerksamkeit anderer auf uns ziehen, die uns noch weiter verstärkten. Jeder Sieg wurde von anderen Kriegsparteien, die sich der Unterwerfung widersetzten, diskutiert und gefeiert. Wie du selbst erlebt hast, kann es niemand mit Kyros aufnehmen. Letztendlich zersplitterte meine Legion durch den unablässigen Ansturm von Archonten und Soldaten. Sie warfen mich Thunon in Ketten zu Füßen. Er sagte mir, dass alle von Kyros Feinden das Schwert zu schmecken bekämen, es sei denn, ich nehme diese eine Gelegenheit beim Schopf für mich zu ergeben, um mich der Gemeinschaft anzuschließen. Fahrt fort. Aus Loyalität und Liebe für meine Landsleute schluckte ich meinen Stolz hinunter, beugte das Knie und bot dem Reich mein Schwert und mein Leben an. Meine Armee wurde die Rechte von Kyros Frieden gewährt, worauf wir als Diener des Oberherrn weiterlebten. Da wir das Gesetz übertreteten und gegen das Angebot von Kyros Schutz rebelliert hatten, wurde meine Legion ihres Ehrennamens beraubt und als Geschmähte totiliert, quasi als höhnische Erinnerung an unsere früheren Verbrechen. Obwohl wir den Belang des Krieges über alle anderen stehen, konnten wir Kyros Gunst nur mühsam zurückgewinnen. Jeder meiner Soldaten ist ein Nachkomme von denen, die während der Rebellion an meiner Seite kämpften. Ich behielt sie in meiner Nähe, weil sie bestes Nordmaterial waren und weil ihre fortgesetzten Blutlinien eine Erinnerung an Kyros Gnade sind. Das gilt auch für dich, Kind des Nordens. Durch deine ungebrochene Treue und deinen Respekt vor unserer Herkunft bist du in meinen Augen geliebt. Er nickt Beric zu.
Widerwärtig, ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich mir dieses sentimentale Gesüße noch länger anhöre. Du klingst eifersüchtig, Lyra. Vielleicht weißt du nicht, wie es ist, so in der Gunst eines Archonten zu stehen.